Hallo meine kleinen Mini-Freunde, ich habe heute mal wieder jemand ganz Besonderes mitgebracht und... Mann Leute, so geht das nicht, könnt ihr nicht einmal bitte pünktlich sein? Du nervst! Nee, wisst ihr Leute, jetzt bin ich aber auch richtig sauer! Genauso wie das neue Video heute. Leute, ich habe heute mal wieder meine kleinen, aber feinen Mini-Schnitzelchen aus der guten alten Zeit mitgebracht. Und zwar nennen sie sich... Emily JJ Jingle John. Und... ...haarige Kollegin. Leute, wir haben heute was ganz Besonderes vor und es wird richtig ekelhaft sauer und es wird komisch und süß und auch alles mögliche andere und ich habe keine Ahnung, ob das alles funktioniert, aber es wird geil. Hol mal den Stoff her. Hier haben wir unseren Stoff und das hier ist echte Säure und mit der werden wir drei dumme Menschen heute spielen. Habe ich dir das überhaupt schon erzählt? Nein, davon wusste ich nicht. Das ist original 100%ige Zitronensäure und das ist das sauerste Mittel, was man überhaupt haben kann und wahrscheinlich sollte man es auch nicht unbedingt essen. Aber wir werden also heute auf sämtliche Lebensmittel, die eigentlich im Endeffekt gar nicht sauer sind, dieses Zeug drauf machen und gucken, wie sie schmecken, wenn sie sauer sind. Und dann haben wir noch einen kleinen anderen Mini-Twisty-Disty-Clisty. Denn wir haben auch noch diese Tabletten, die eventuell ein bisschen gefährlich sind, aber das macht uns gar nichts aus. Warum sind die gefährlich? Naja, man sollte die eigentlich nur als Räuchermittel verwenden, aber... Diese Tabletten werden unseren Geschmackssinn danach nochmal komplett verändern, denn wenn man die zu sich nimmt, kann man auf einmal nicht mehr sauer schmecken. Und Leute, das wird der crazieste Tag unseres Lebens! Leute, wir sind aufgeregt, AF, und deswegen würde ich sagen, let's go mit dem sauersten Video ever! Woo! Wir waren von einem Supermarkt und haben uns richtig viele Lebensmittel gekauft. Und Emilie, hol doch mal endlich den Beutel her! Chips! Nein, den Beutel, nicht die Chips-Tüte! Ach, was, wie schwer der ist! Ja, mach! Chips! 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 Ihr hebt doch den Beutel einfach auf den Tisch! Oh, oh, guck mal, Chips! Klappe jetzt! Oh, geil! Was denn? Gorgonzola extra intense strong! Weißt du, wie geil das wird? Der schimmelt! Nein, also der, ja, aber der soll auch schimmeln. Aber wir haben auch Chips. Also Leute, wir haben jetzt hier unser Brettchen besorgt. Unser dunkles Brettchen, genauso wie unser dunkles Messer, denn sie sind genauso dunkel wie unsere Seelen. Ich würde sagen, wir fangen mit einer Basic Banana an, oder? Ja, hier hast du deine Basic Banana. Wir machen jetzt auf unsere Banane unsere Zitronensäure drauf. Und das ist wirklich 100%. Leute, damit darf man nicht rumspielen. Kauft euch das nicht. Wir wissen, wie es geht. Eigentlich nicht. Also wir müssen auf jeden Fall auf Emilias Gesicht achten, während sie das isst, weil Emilia hasst saure Sachen. Wir lecken jetzt unsere Banane an. Vorher. Ich guck euch erstmal zu. Denkt sie gut an. Macht sie gut. Na, die muss ja feucht werden, damit wir sie hier reinstecken können. Die ist eigentlich feucht genug. Oh. Jetzt dippen wir unsere Banane so gut es geht hier rein. Ich mach nicht so viel. Ja. Wir probieren unsere saure Banane in 3, 2, 1. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Au, au, au. Ich muss nicht so gut. Geht nicht noch mal so viel. Das war so eklig. Am Anfang war es so lecker und dann... Was war da? Einmal wehgetan. Ich hab das Gefühl, Rotze kommt aus meiner Nase. Ich kann es nicht kontrollieren. Das ätzt uns doch alles. Das schon? Whirly. Das sind kleine, süße Gummibirne. Be one for fun. Kann ich nicht einfach so essen? Ich will auch einen einfach so essen. Ja, ich will auch einen einfach so essen. Und ihr müsst die vorher anlecken, sonst hält das ja nicht dran. Also leckt ordentlich an eurem kleinen Würmchen. Okay, mein Wurm ist auch ordentlich angeleckt. Das ist super eklig. Jetzt leck doch einmal deinen scheiß Wurm an, Emilie. Nicht so. Emilie, nimm ihn einmal in den Mund. Also ich mache mir nicht so viel Spaß. Ja, ich mache dir ja auch. Nee, vergiss Emilie, du hast gar nicht die Ätna angeleckt. Leck doch wenigstens mal die Spitze an. So, jetzt nimmt jeder seinen angeleckten Wurm. Wir essen in 3, 2, 1. Oh, ich hab's von deiner Zunge. Aber zu sauer. Nee, kam ich gerade hoch. Oh, nee, das Zeug ist zu sauer. Wollen wir abbrechen? Nee, dann hab ich kein Video. Ah, ich hab keinen Bock mehr. Ich will auch nicht mehr. Das schmeckt vor allem alles gleich. Man schmeckt gar nicht mehr das Lebensmittel. Ja. Dazu sage ich jetzt mal nicht. Ich kann's auch ein bisschen lauter sprechen. Nein. 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 Wir kommen zu unserem dritten Lebensmittel und zwar wird es sein: Chips. Nein, nicht so essen. Oh doch, ich will auch eins so essen. Emilie, nimm doch einen großen. Ich will nicht nochmal sterben. Ich auch nicht. Schnell, gib mir irgendwas zu trinken. Video.
können wir so nicht weitermachen. Hier am Rand voll am Sterben. Oh mein Gott, das war so intensiv gerade. Und du hast doch voll rumgespuckt. Ja. Mir tun Cookies Klinge weh. Au, ich kann nicht mehr kauen. Es tut alles weh an den Zähnen. Halt die Schnauze in mir hier. Mein ganzer Zahnschmelz zerstört in einem Video. Diesen riesen Chirp an. Ich will nicht mehr. Ich mag auch nicht mehr das Video drin. Das ist scheiße. Das wird eine heftige Verstopfung. Oh, jetzt auf damit, Joel. Ja, Emilia hat angefangen. Hallo, ich hab nur ja, du hast gestört. Ich habe jetzt hier meine zwei Kinder mit dabei. Das sind meine Töchter Camilla und Estrete. Und uns geht's gerade echt nicht gut. Und vor allem Emmy, die eh schon einen empfindlichen Magen hatte, kann jetzt gar nichts mehr essen, hat sie gerade gesagt. Wir essen jetzt diese Sweetie. Keine Ahnung, was das ist. Emmy. Oh, ich habe Angst, dass gleich ein Schweinkotze mit hochkommt. Emmy krepiert schon auf dem Tisch. Kurz muss ich Bescheid. Dann kurz ich mit. Stehe ich drauf. Du bist das die ganze Zeit. Ich glaube, ich lag gerade in deiner Rotze. Aber es war mir in dem Moment einfach egal. Oh, hast du mir plötzlich gespritzt. Du mich erschreckt. Du sollst es jetzt nicht essen, wir machen Säure dran. Reicht eigentlich schon, ne? Auf die Plätze, fertig, los. Das schmeckt richtig gut jetzt. Also die beiden haben gesagt, wenn wir die Säure auflösen, dann ist es nicht mehr so schlimm. Jo, es ist sauer. Ja, wir nehmen jetzt Möhre. Wäschst du bitte eine ab? Emmy, bitte, wir müssen die Möhre abwaschen. Wir können die nicht einfach so fressen. Ich hasse übrigens rohe Möhre. Finde ich richtig widerlich. Boah, das schmeckt wie Scheiße. Hast du die echt mit Seife gewaschen? Nein, habe ich nicht. Aber mit Scheiße. Los geht's. Meine Kühe. Schmeckt fast süß jetzt. Au, ich habe jetzt, glaube ich, eine offene Wunde. Boah, das Zeug zerfrisst uns von innen, ey. Das nächste, was wir probieren, sind Cookies. Und zwar geile Schoko-Cookies. Okay, wir tunken jetzt hier schön in unsere Säure. Das wird so ekelhaft jetzt gleich schmecken. Generell so ein aufgewaschter Keks ist schon eklig genug. Eins, zwei, drei. Schmeckt wie Softcake. Richtig ekelhaft. Das war geil gerade. Ich liebe den. Irgendwas, was ich kenne. Softcake. Next one is gonna be something really, really nice. And Emilia is the one that's gonna decide what it's going to be. Radieschen. Eigentlich müsste man die auch abwaschen, aber ganz ehrlich, Leute, ich habe jetzt keinen Bock drauf. Soll ich schnell? Ja. Oh, jetzt hab ich reingespuckt. Oh, Josef! Ja, ich wollte es nur aufs Brettchen spucken. Wolltest du überhaupt nicht eine blöde Kuh? Hä, wieso soll ich denn in dieses Ding reinspucken? Weil du blöd bist. Wir essen in 3, 2, 1. Schmeckt ekelhaft. Blablabla. Jetzt wird das Radieschen. Wir essen aber auch alles durcheinander. Und oh, Emmy, gib mir bitte nochmal Drink. Oh, ich kann nicht mehr. Oh, ich hab grad gefurzt. Oh, dein Rülps hat gerade so nach Abfluss gerochen. Oh, nach Kinderfurz. Was ist der Kinderfurz? Die stinken besonders. Emmy, nicht die. Emmy, wir brennen jetzt nicht die Radieschen an. Oh ja, du darfst keine Säure anbrennen. Echt hochexplosiv. Ja. Emmy! Das ist wirklich explosiv. Ich hab keine Ahnung. Au! Oh, mein Knie hat geknackt, wie sonst was. Können wir jetzt bitte die Tabletten? Leute, wir haben alle drei keinen Bock mehr auf die Scheiße. Wir möchten jetzt geile Tabletten lutschen, damit es am Ende wirklich gut schmeckt. Und deswegen werden wir jetzt diese Miracle Berry Tablets probieren und dann wird's geil. Ihr müsst jetzt diese Tablette nicht essen, sondern lutschen. So lange, bis sie komplett weg ist. Danach könnt ihr alles essen und es schmeckt einfach nicht mehr sauer, sondern einfach nur noch extrem süß. 3, 2, 1. Guck mal, wie klein wir jetzt sind. Wir sehen aus wie drei kleine Kinder. Hier könnte Ihre Werbung stehen. Hallo, Vorsicht. Hi. Ich bin Vorsicht und du? Na los jetzt. Ist immer noch nicht weg. Was soll ich machen? Ich kann ja nichts dafür, dass du so gut lutschen kannst. Ihr seid so eklig. Hä? Ja. Okay, ich bin ready. Unsere Tabletten sind alle gelutscht. Auf die Plätze. Fertig. Los. Oh ne, das ist so süß, dass schon wieder ekelhaft ist. Oh mein Gott, lass ist das, das süß. Lass uns das mal mit sauer probieren. Sauer, brennt zwar extrem, aber schmeckt. Oh mein Gott, geil. Oh mein Gott, schmeckt das geil. Das sticht so richtig im Hals, ne? Aber es schmeckt so geil. Oh mein Gott, ich glaube, das ist richtig, richtig schlecht für den Körper, wenn wir sowas machen, aber I love it. Ich sterbe gerade innerlich. Es fühlt sich an wie Verwesung von innen. Hä, hey, nee, ich muss jetzt mal ganz kurz dieses Pulver probieren. Habe ich auch vorhin gemacht, schmeckt geil. Oh mein Gott, das schmeckt auf einmal so geil. Ja, das schmeckt einfach nur wie geiler Zucker. Boah, meine Niere zieht gerade so richtig. Es tut immer noch weh.
Oh mein Gott, oh, das zieht so am Gaumen. Oh. Das war die dümmste Videoidee, die ich jemals hatte. Das ist viel zu schlimm für den Körper. Aber auch so geil. You know what we're gonna try right now? Saure Sahne. Boah, ihr langsam schmeckt's wie Magensäure, wenn man gekotzt hat. Wenn ich ehrlich bin, ich hab keinen Bock mehr. Ich will nichts mehr essen, es schmeckt einfach nur alles scheiße. Jeder macht sich seinen Finger voll mit saurer Sahne. Okay, seid ihr bereit? Ja, ja. Und los. Schmeckt nach Erde. Das ist bitter. Ja, es schmeckt so nach Boden. Obwohl. Schmeckt jetzt auch nicht, oder? Schmeckt wie Death's Floor. Ich glaube, ich habe vielleicht einen Durchfall. Es schmeckt also einen leichten Geschmack auch von Furz. Also Leute, wir essen jetzt eine Paprika. Die beiden sind schon ein bisschen durch im Kopf. Auch nicht abgewaschen. Oh, guck mal, wie eklig dreckig die hier ist. Oh, so ein Spinnennetz. Oh, hier ist eine Spinne dran. Ich will das mal weg. Warum soll ich das weg tun? Na, weil, der Mülleimer? Nein, weil ich in der Mitte stehe und es nicht wegtun kann. Du stehst in der Mitte. Oh Mann, ey, geht mir doch nicht alle auf den Senkel hier. Du gehst uns auf den Senkel. Ich geb dir gleich mal einen Senkel. So. Ich will keine Paprika. Doch, wir essen jetzt die scheiß Paprika. Ich hasse Paprika. Oh, ihr geht mir auf den Sack, ey. Wie schön Paprika riecht, ey. Hä, die riecht doch geil. Hä, Paprika ist doch geil. Was habt ihr gerade für ein Problem? Was lachst du denn? Hä? Ich finde, Paprika riecht richtig gut. Was lachst du? Okay, ich verstehe nur noch Bahnhof. Was ist denn hier Phase gerade? I love Paprika. Schiffe dich. Ja, ist die Schiffe dich. Weil diese Tabletten wirken eigentlich nicht wie Drogen. Keine Angst. Eigentlich. Mir. Du machst mir Angst gerade. Ja, Paprika schmeckt auch mit den Tabletten scheiße. Hä, nein, das schmeckt genauso wie ohne Tablette. Naja. Aber wir wissen ja nicht, wie es mit dem Pulver hier schmeckt. Ja, willst du jetzt komplett sterben, oder was? Was hast du jetzt für ein Problem? Das war, was? Verätzt alles so viel. Immer mehr davon. Naja, das ist halt das Video. Was soll ich denn machen? Ach, man hat scheiße, ne? Oh, Josef, ich schaff's gleich! Ja, guck mal. Emilie ist voll auf ihrem Tritt. Wenn Emilies Ellenbogen rausguckt, sagst du nur. Ja, guck mal, die ist voll am Sterben gerade. Soll ich die jetzt auch noch aufnehmen mit ihrem Ellenbogen? Das ist, weil du mir die scheiß Ananas auf den Bauch gebeutelt hast. Hier ist noch eine kleine Süße. Ich will nicht. Noch einmal beißen. Hast du überhaupt einmal gebissen? Ja! Nein, Emilie, hast du nicht. Ich hab gesagt, sie schmeckt genauso scheiße wie vorher. Überzeug dich doch mal vom Gegenteil. Nein, ich krieg ja auch noch einen Pickel. Oh ja, aber der ist neu, oder? Der hat vorhin noch nicht gesehen. Toll. Boah, krass, ey. Stell dir vor. Nein, Emir, du legst dich jetzt nicht ins Bett. Wir drehen dieses Video bitte noch zu Ende. Boah, was ist Mach das schon wieder? Hinten mit. Das ist nicht dein Ernst gerade, Emir. Das war Hocker richtig einfahren lassen. Boah. Ich sitze hinter mir. Abschneiden. Boah, ich will deinen Trick halt nicht haben. Ich hab mir eben am Arsch gekratzt. Spaß. Im Arsch heißt das. Leute, wir kommen jetzt zum Finale, denn das hier ist das Ekelhafteste, was wir mitgebracht haben. Und zwar ist es Gorgonzola Intenso Strong Flavor. Wollen wir den erstmal so essen? Ja. Oh, boah, wie der stinkt. Also ich finde den eigentlich... Ansprechend? Nee, in der Soße. Ich finde, das riecht 1:1 nach Käsefuß. Oh, und hier ist noch schon so eine Suppe, die hier so lang fließt. Oh, ich will das nicht essen. Doch, Emmy, wir probieren alle ein kleines Stück Gorgonzola. Vor allem nicht mit diesem ekligen Messer. Och, Emmy. Nein, das esse ich nicht. Das Messer? Okay, wir gönnen uns jetzt so ein bisschen Strong Flavor Gorgonzola auf unseren Cracker. Los geht's. Das ganze Ding mit einmal im Mund genommen. Das schmeckt nicht genießbar. Das schmeckt wie, wenn ich mir aus meiner Badewanne so ein Stückchen Schimmel rauskratze mit dem Cracker. So stelle ich es mir auch vor. Oh, Josef, weißt du? Was denn? Kennst du das nicht in der Dusche, wenn sich da so Schimmel bildet und du kratzt das dann so raus? Nein, warum sollte sich in meiner Dusche Schimmel bilden? Na, aber du hast doch bestimmt schon eine Dusche gesehen, die schimmelt in so einem Hotel oder so. Ja. Oder unsere. Das schmeckt für mich ungenießbar. Ich frage mich, wie man sowas essen kann. Wir müssen es dann auch noch sauer probieren. Und go. Schmeckt wie hartnäckiger Schimmel. Nee, nach Säureschimmel schmeckt es. Ja, nach Schimmel schon in Verbindung mit Breath Power Reiniger.
Ich mag nicht mehr. Es ist jetzt vorbei, Leute. Ich kann nicht mehr. Das war die ekligste Geschmacksexperience in meinem Leben. Wenn euch dieses komische Video gefallen hat, ich habe echt keine Ahnung, was das werden soll, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Wir würden uns sehr darüber freuen. Wir haben alle drei Instagram-Accounts. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, was für komische Scheiße da so abgeht, dann guckt auf jeden Fall bei @braunhaarigekollegin vorbei. Bei @joeysjungle und @EmilyJJJingle. Nee, Emily Jonah, du dumme Wurst. Und ja, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt. Und dann würde ich auch schon wieder sagen, sehen wir uns bald wieder!